Guten Morgen! Der nächste Vlog fängt an mit einem guten Morgen wie immer, obwohl es schon nachmittags ist. Ja, ich habe bis jetzt geschnitten und zwar die letzten Tage so zusammen. Und davor haben wir gefrühstückt ganz normal, aber das braucht man ja nicht jeden Tag zu zeigen. Es nun ist ja sowieso jeder Tag sieht aus wie der andere und ich versuche ein bisschen was für euch zusammenzustellen, dass ihr so ein bisschen Alltagsleben mitbekommt, was man auch, wie wir uns in der Quarantäne, in unserer privat aufgelegten Quarantäne sozusagen verhalten. Und ich hoffe, ihr habt mitbekommen, beim letzten Mal war natürlich kein Alkohol, das soll ich nochmal explizit erwähnen, hat meine Frau gesagt, nicht, dass jemand denkt, hier, wir geben unseren Kindern Alkohol, etwa Hello Kitty, Das war Robbie Bubble. Trauben, nee, war Hello Kitty Traubensaft mit Sprudel. War das, ne? Und deswegen, also. Ja, aber nur mal so. Jetzt gehen wir kurz auf den Hof mit den Kiddies. Wir werden uns ein bisschen hinsetzen ins Freie. Und ja, dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir fertig kopiert. Ich kann es nicht mehr von dem Computer hier hochladen, weil wie gesagt, sobald der hier eine Internetverbindung kriegt, stürzt er mal ab. Keine Ahnung warum. Also ich habe schon eine Ahnung warum, wegen diesen automatischen Updates, die ich irgendwie aber nicht ausstellen kann, weil er sich sofort, wenn er mit dem Internet verbunden ist, kriegt er einen Bluescreen und System, irgendwas ist fehlerhaft. Keine Ahnung, irgendwas ist fehlerhaft. Irgendwas funktioniert da nicht. Dann aktualisiere ich halt nicht. Lass sie doch mal in Ruhe, bitte. Sie ist gerade so glücklich. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Wenn es da oben nicht wäre mit diesem Staubsauger-Attacke da oben, wäre das ganz toll jetzt gerade. Aber ausgerechnet jetzt muss jemand dort eine offensichtlich 500 Quadratmeter Wohnung saugen. Gefühlt. Die voll ausgestattet ist mit Teppich, inklusive Wandteppichen. Und Decke. Und Decke auch. Passt du da rein. Hol dir den Stuhl da raus. Dann setz dich hin hier. Guck nicht so verächtlich. Es ist ja furchtbar. So ein schönes Gartenhaus gebaut, weißt du? Ja, guck mal, ob dein dicker Hintern da reinpasst. Doch mal locker. Dreimal. Alles gut. Das ist ein sehr schöner Stuhl. Stell ihn bitte ins Trockene. So ein schöner Stuhl, nein. Jeder hat hier seinen Platz. Großstadtflair mit Staubsauger, cool ist der. Oh. Warte, meine Gießkanne steht nur. Aber die fällt immer um. Dann nehme ich dich da. Ich wette, wenn wir drin sind, hört es auf hier mit der Staubsaugerkulisse. Jetzt gehen wir nämlich rein. Bin gerade reingekommen. Warte, ich bin gerade reingekommen. Und jetzt? Ruhe, ich fasse es nicht. Marlies? Ja? Jetzt hat er aufgehört mit Saugen. Gerade rein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist genau die Zeit. Wir kommen raus, 5 Minuten Ruhe, fängt an. Wir gehen rein, 1,5 Stunden später Ruhe. Das gibt's doch gar nicht. Ja, mein Ersatzteil ist gekommen. Hier, Marlies ist ganz entsetzt. 30 Euro. 30? Ja, okay.
Plus 5 Euro Versand. 35? Der neue Tubus für die alte Rolex. Aber original von Rolex. Das ist doch das Entscheidende. Jetzt überlegt euch mal, was eine ganze Uhr kostet. Und eigentlich kostet dieses Ersatzteil bei Rolex 100 Euro. Ist ein Unding, oder? Kann man das überhaupt sehen? Kriegt man das bildlich dargestellt, was es ist? Naja, das weiß ja jeder. Jeder weiß, was ein Tubus ist. Keiner weiß, was ein Tubus ist. Aber wisst ihr noch, bei der einen Dame Rolex, die ich ja mal gekauft habe vor einem Jahr, ungefähr war das? War das vor einem Jahr? Wie sieht denn aus überhaupt? Mit dem Tuch hier oben. Da war ja der Tubus angefressen, kaputt. Jetzt muss ich den austauschen. Was ich dafür benötige, ist allerdings noch ein Tubus-Werkzeug. Dieses Tubus-Werkzeug kostet zurzeit 200 Euro. Das werde ich nicht kaufen, das werde ich mir selber feilen. Wie feile ich mir jetzt im Mikrometerbereich ein Tubus-Werkzeug? Das weiß ich noch nicht. Ich muss überlegen. Diese schöne Uhr. Mit der originalen Papieren. Garantiekarte. Im Brettchenbox. Was dennoch kaputt ist oder sehr abgetragen ist, ist das Uhrenglas. Das ist ein Plexiglas, aber es ist ein fast schon schön abgetragenes Plexiglas, weil es so extrem rund ist mittlerweile. Man kann die tauschen gegen ähnliche. Oder gegen nicht originale Gläser, aber die sind, naja, die kosten 20 Euro oder so. Ein originales kostet auch wiederum 100, 150 Euro. Bestimmt nicht, weil es so teuer sein muss, sondern weil es einfach so selten ist mittlerweile. Ja gut, ich werde jetzt mal, wenn ich das jetzt mache. Wir haben eine Kündigung bekommen von der Garage. Ja? Es ist super. Wir haben aber die Chance, das weitergehen zu lassen, aber dann für einen neuen Mietpreis. Wir müssen uns melden innerhalb von 3 Wochen. Ja, gerne. Schriftlich. Einfach unterschreiben. Ja, unterschreiben und zurück sein. Ach so. Mit einschreiben. Muss man dann noch irgendwas dazu sagen oder geht es dann weiter? Mit der Vertragsänderung einverstanden. Berlin, Datum, Thomas Müller. Also schicken wir es Montag gleich raus, heute kommt hier keins mehr. Genau, Montag raus. Per Einschreiben. Ja, das denn, hat uns jetzt noch gefehlt, dass wir die rollen müssen. Na, das wäre doch. Meine Güte. Wohin mit den ganzen Sachen? Na, im Keller. Aber es wäre alles kaputt gegangen. Das ganze Papier hat in die Wohnung gemusst. Ja. Es ist nicht so viel in der Garage, wie man denkt. Es wäre ja, wär nur der Raum wäre komplett voll und unbrauchbar drüben alles. Das ist ja auch Quatsch, Garage brauchen wir. Nee, ich wollte eigentlich auch nur meine Hanteln holen. Sie wollte ihre Hanteln holen. Na dann, schicke ich dich mal mit den Hanteln gleich da vorbei. So, wo ist das Problem? Nur zur Hölle ist es so abgeschrappelt.
Okay, jetzt nehme ich erstmal die Dichtung hier raus aus dem. Das ist die alte Dichtung. Die wird natürlich ersetzt. Da tritt einem das Wasser in die Augen, oder? Wenn der nicht so vernuddelt schon wäre, weil ich gesehen habe, dass hier schon jemand mit einem Schraubstock oder mit so einem kleinen Uhrmacher-Schraubstock dran war, deswegen ist die eine Seite nämlich total zerdoppelt. Und deswegen schließt die Krone nicht mehr. Und? Schaut mal aus, den alten. Da war schon mal jemand dran mit irgendeiner Zange oder so. Ach. Deswegen ist der. So oval. Naja, der ist. Siehst du das? Ja, sehe ich. Der Platt ist hier oben. Okay. Geht's? Oh, na endlich. Okay, das war ja was. Mann, die Krone. Okay, das Einzige ist jetzt echt neues Plexi, müsste getauscht werden. Oh Mann, ey. Ihr glaubt ja nicht, wie froh ich bin. Schon total geschwitzt. Die Krone passt, die hält. Der Tubus ist drin. Jetzt wird das Armband noch zugemacht. Und dann ist es bereit zum Verschenken. Zum Kürzen. Ach so, kannst ja nicht. Muss fest. Der Rolex ist das alles geschraubt, ja. Geh mal, lass mich mal. Meine Güte, sind die vergrindet. Wenn ihr wissen wollt, wodurch der Stretch entsteht bei den Uhrenarmbändern, zeige ich euch hier. Diese ganzen Stifte, die tragen sich ab. Ich weiß nicht, ob man das so darstellen kann hier, aber hier sind richtige Riefen drin. Die müssen eigentlich alle getauscht werden. Das werde ich irgendwann mal schauen, ob man da so Ersatzstifte kaufen kann. Oder ob man das gesamte Armband kaufen muss. Und dadurch 1 mm fast auf der einen Seite, 1 mm auf der anderen Seite, ist bei jedem Glied 2 mm Stretch. Das ist enorm. Okay, Marlies. Na, dann sagen wir mal gute Nacht, ne? Mama ist müde. Also gute Nacht. Gute Nacht.
Papas leckere Pizza essen. Mhm. Ja, Toastpizza. So sieht sie aus. Yay. Papa hat sie selber gemacht. Das war ganz kompliziert. Man nimmt eine Scheibe Toast, man nimmt eine Scheibe Käse und man nimmt, hey, man nimmt vier Scheiben Salami. Und Ketchup und Mayonnaise ist ein bisschen und drauf. Und tut es in den Backofen. Und tut es in den Backofen. Ja, ja. Das kann nicht jeder nachmachen. Also Ketchup, Mayonnaise? Erst üben, dann trocken üben und dann sich an dieses Eingemachte wagen. Bis dann, ciao.